Servus zusammen zur FC Bayern Basketballschule. Heute habe ich Alec und Lenny mitgebracht von der U19 des FC Bayern Basketball. Heute wollen wir aufbauend auf der Folge Shooting Basic mit Fußarbeit anfangen. Dafür würde ich euch ein paar Drills, ganz einfache Sachen zeigen, die ihr zu Hause oder auf dem Freiplatz eben machen könnt. In unserer ersten Folge Shooting haben wir die Basics, also die Standwürfe geübt. Jetzt wollen wir aus der Bewegung werfen. Dazu nehmt ihr euch einfach den Basketball. Ja, tut so, als würde jemand für euch passen, legt euch den Ball nach vorne und dann fangen wir an mit der Fußarbeit einfach links, rechts in den Wurf rein zu steppen. Also wir werfen den Ball vor, links, rechts, Fußarbeit und sauber nach oben. Ja. Denkt dran, Ellbogen ausgerichtet Richtung Korb, am Ende Handgelenk abklappen. Nochmal, links, rechts. Gut, was wir auch gesagt haben in der ersten Folge, der rechte Fuß bei Rechtshändern ist ein bisschen weiter vorne. Das seht ihr bei den Jungs ganz gut. Links, rechts, rechte Fuß ein bisschen weiter vorne und am Ende sauber die Position halten. Links, rechts, Wurf nach oben. Dabei sehr wichtig ist Rhythmus, one, two, Balance und das richtige Timing beim Abwurf. Ja, ihr seht es super bei den Jungs, die werfen am höchsten Punkt, wenn die in der Luft stehen, werfen die den Ball los. Rhythmus, Balance, Timing. Rhythmus, Balance, Timing. Ja, wenn ihr nochmal die erste Folge anschaut, dann seht ihr auch, was wichtig ist, das Gewicht auf beiden Füßen zu haben. Jetzt, im Spiel, weiß man nie, ob man die Zeit hat, links, rechts sich zu auszurichten. Deswegen machen wir es einfach mal für euch auch, einfach rechts, links auszurichten. Also zuerst den rechten Fuß aufsetzen. Jetzt dabei darauf achten, den linken Fuß nicht vor den rechten Fuß zu bringen. Also lasst den rechten Fuß vorne. Das heißt, linke Fuß macht nur einen kleinen Step. Rechts nach vorne, links kurz dazu und ansonsten gilt das Gleiche. Gewicht auf beide Beine, gut. Und was auch entscheidend ist, ist natürlich der Blick. Also ihr habt nie den Ball, die Augen auf den Ball, sondern versucht immer euer Ziel zu fokussieren. Blick ist oben, one, two, Rhythm, Balance, Timing. Very nice, very nice. Komm, jeder noch ein. Rechts, links, shot. Rechts, links, shot. Very good. Nächste Aufgabe, jetzt nicht aus dem 1-2-Kontakt, sondern aus dem 1-1-Kontakt. Das heißt, ihr landet auf beiden Füßen gleichzeitig auf dem Boden. Werft euch wieder den Ball nach vorne. Wenn ihr natürlich einen Freund, Familie habt, die euch den Ball zupassen kann, dann macht ihr das gerne so. Aber ihr seht, ihr braucht nicht mal jemanden, der das für euch tut. Papp. Ein Kontakt, ab. Selbe wieder. Rhythmus, Balance, Timing. Ein Kontakt. Ja, wenn ihr genau darauf achtet, die Jungs landen nur auf den Zehenspitzen vorne. Die Ferse ist ein kleines Stück vom Boden weg. Hopp. Very nice. Sehr gut. Super. Das könnt ihr natürlich auf dem ganzen Spielfeld machen. Die Jungs schießen jetzt nur aus der Mitte. Aber ihr könnt es natürlich vom Flügel, von der Baseline, egal wo, tun. Augen nach oben, Ball fangen. Sehr gut. Ein Kontakt und hoch. Sehr gut. Das sind quasi die Anfangspositionen, ja, oder Anfangsübungen für Schüsse aus der Bewegung. Jetzt wollen wir das Ganze spielnah machen. Das heißt, ihr könnt euch irgendwas hinstellen, einen Stuhl, Mülleimer oder eben so einen Block. Ja, im Spiel ist der Flügelspieler, die beiden Jungs, das sind so unsere Shooter, sind hier im Spiel und das ist der Große, der Center, der den Block stellt. Jetzt wollen wir den Ball nach vorne werfen, laufen quasi ein bisschen weg vom Korb, aber drehen uns dann in den Wurf rein. Ja, im Spiel würde es so aussehen, dass der Point Guard eben hier oben ist, den Ball ja, zu dem Guard passt, der um den Block rumcurlt. Hier gilt auch die gleiche Fußarbeit. Ja, wir wollen anfangen von dieser Seite mit links, rechts in den Wurf rein. Also, die werfen sich den Ball vor, die Jungs. Links, rechts. Genau, hier entscheidend ist, dass der rechte Fuß ja, eine große Drehung machen muss, weil der ist ja der Fuß, der weit weg ist vom Korb und der muss ganz Richtung Korb. Wupp, Hüfte nach vorne, sehr gut. Gut.
Ja, der Große stellt den Block, die curlen um den Block rum. Sehr gut. Links, rechts, seht ihr gut. Ja, jetzt können wir von dieser Seite, ist es einfacher, links, rechts zu gehen, aber auch im Einkontakt, den wir geübt haben, können wir auch rauskommen. Hopp, im Einkontakt. Super. Tief bleiben beim Ballhalt, Einkontakt. Einkontakt, bap. Very nice. Ja, wenn wir auf der linken Seite des Spielfelds sind, ist es eher unüblich oder untypisch, dass man eben rechts, links rauskommt. Aber kann natürlich auch mal vorkommen, dass es im Spiel passiert. Jetzt gehen wir hier rechts, links. Ist nicht so ganz flüssig auf dieser Seite. Bap, bap. Rechts, links. Super. Rechts, links. Perfekt. Ja, das Ganze könnt ihr natürlich auch auf der anderen Seite des Spielfelds machen. Dann könnt ihr erstmal anfangen wieder, ja, um den Curl rumzukommen mit rechts, links, Einkontakt oder eben links, rechts. Was wir hier ganz gut einbauen kann, wenn ihr einen Freund dabei habt, ja, wenn ihr euch selbst den Ball vorwerft und dann könnt ihr ein Zeichen geben. Sagt ihr, ey, bei Rot müssen die rechts, links machen. Bei Blau Einkontakt und bei Grün links, rechts. Ja, das ist ein Entscheidungstraining, könnt ihr gleich mit einbauen. Das können wir ja kurz mal machen. Also wenn ich grün sage, geht ihr links, rechts. Bei blau ein Kontakt, bei rot rechts, links. Okay? Grün. Jawohl. Blau. Super. Blau. Sehr gut. Rot. Rechts, links. Perfekt. Ja, das sind ein paar Aufgaben, die ihr gerne machen könnt, wenn ihr einen Kumpel dabei habt. Jetzt wollen wir direkt übergehen ins Dribbling. Ja, werfen aus dem Dribbling. Dafür fangen wir wieder hier ganz normal in der Mitte an. Gleiche Aufgaben, jetzt nur noch ohne Ball vorwerfen, also ohne Pass. Jetzt nehmt ihr den Ball, seid in einer guten Basketballposition. Jetzt dribbelt ihr einfach mit der rechten Hand links, rechts. Versucht, dass der Ball und der Fuß, mit dem ihr nach vorne geht, gleichzeitig auf dem Boden aufkommen. Sehr gut. Ja, gleiche Fußarbeit, jetzt nur aus dem Dribbling. Sehr gut. Einmal noch. Jawohl. Und natürlich jetzt mit der linken Hand andere Fußarbeit. Rhythmus. Ja, macht nichts. Ja, passiert. Ab, linke Hand. Noch mehr Fuß und Ball gleichzeitig auf den Boden bringen. Super. Sehr gut. Ab, bap. Festes Dribbling, sodass er zurück in die Hand kommt. Sehr gut. Bap. Super. Gut. Ja, jetzt könnt ihr noch ein Stück zurückgehen. Jetzt nehmt ihr wieder ein Dribbling und dann landet ihr einen Kontakt. Das heißt, ein Dribbling, Step, Bap. Genau. Step, Bap. Alright. Gut. Ja, ihr seht, die Sachen, die ich gerade öfter genannt habe, ist erstmal der Rhythmus. Findet immer einen guten Rhythmus für euch beim Wurf, vor dem Wurf. Dann die Balance, dass ihr das Gewicht auf beiden Beinen gleichzeitig verteilt habt und gleichmäßig verteilt habt. Und natürlich das richtige Timing, wann ihr den Ball loslasst. Das sind die ersten Aufgaben, die ihr gerne zu Hause üben könnt oder auf dem Freiplatz oder eben, wenn ihr eine Möglichkeit habt, in der Halle zu stehen. Und ihr habt gesehen, ihr braucht nicht mal einen Coach dazu. Guckt euch das Video an. Nächstes Mal geht es dann ein bisschen in die Richtung Advanced. Dann gehen wir in den Step Back oder auch mal werfen aus dem Spin Move oder einen kleinen Fadeaway. Freut euch drauf. Ich glaube, nicht nur den Jungs macht Spaß, auch mir macht Spaß. Und ich hoffe, euch auch.